Moin! Und hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Company of Heroes Podcast hier. Ich hoffe, jetzt sind alle wach. Ist schon wichtig, Videos sollte man wach schauen, weil sonst leidet die Qualität. Und ja, das soll ja nicht sein. Also, Spiel, was wir heute hier haben, ist ein Spiel zwischen Nike. Hier Nike als Wehrmacht in Verbindung mit meiner Willigkeit hier oben auch als Wehrmacht gegen PL Interferon oder sowas und hier unten Captain S. Price oder Captain Zero Skill, Captain Abuse, Captain Spam. Captain Price, muss man Folgendes dazu wissen, gibt auch einen sehr, sehr lustigen Livestream. Captain Price kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr mal einen schlechten Tag hattet, Captain Price Livestream schauen. Wenn ihr denkt, dass ihr schlecht Company of Heroes spielt, ihr habt Captain Price noch nicht gesehen. Er besitzt genau drei Taktiken, nein, Entschuldigung, vier Taktiken, für jede Fraktion eine und die ist im Grunde immer gleich. Das heißt also, Impfspam, das ist die Basis. Ja, und das ist eigentlich auch alles, was er die ganze Zeit lang tut, Impfspam. Sehr lustig, bei der Wehrmacht zum Beispiel baut er ein FHQ auf jeder Map. Es ist scheißegal, was der Gegner macht, es ist vollkommen unwichtig. Es ist auch egal, was es für eine Karte ist, egal ob es Sinn macht oder unsinnig ist, er baut immer ein FHQ. Er baut drei Medic-Bunker und legt sich einen gigantischen Infanterie-Plop zu. Mit Wet 2, mit Wet 3 für die Infanterie, später dann auch noch zusätzlich mehr Infanterie. Deshalb geht er auch auf Blitzdoktrin, weil das ist wichtig, da kann man nämlich Stoßtruppen rufen und das ist noch bessere Infanterie, noch mehr Infanterie. Und ja, das ist eben genau das, was der Kollege hier tut. Amerikaner, genau das gleiche, auch FHQ. PE auch genau das gleiche und Briten natürlich auch genau das gleiche. Nur der einzige Unterschied ist, bei Panzerelite geht das so halbwegs, weil man die Heilung hat. Mit dem FHQ. Bei der Wehrmacht ist es total behindert und beschissen und bringt überhaupt nichts. Bei den Amerikanern ist es total behindert und beschissen und bringt überhaupt nichts. Und ich darf das sagen, weil ich habe den Ausweis immer noch. aber bei den Briten, wenn man bei den Briten einen Impfflop spielt, dann wissen wir alle, was da passiert. Ja, da kann der größte Schuhmacher der Welt, der nix, gar nichts kann, der kann dann ein guter CA-Spieler werden, weil die Briten so gebaut sind von unseren lieben Freunden von Reddick, die wir für diese Großtat heute noch innig verehren. Sie haben sich dazu entschieden, dass Company of Heroes unbedingt eine Fraktion braucht, die überall sinnlos irgendwelche Emplacements hinbauen kann und einen riesigen Impfflop bauen kann. Weil das einfach so großartig ist, weil das so wunderschön ist, weil jeder gerne dagegen spielt, weil es so unglaublich viel Spaß macht. Und deshalb ist das hier auch die einzige Fraktion, das einzige Setup, in dem Captain Price ein guter Company of Heroes Spieler sein kann. Gut in Anführungszeichen, weil hier kann er sich voll und ganz ausleben. Hier kann man blobben, bis die Nacht hell wird, wenn es sein muss. Und es funktioniert vielleicht sogar noch. Ja? Und an der Stelle muss man ganz klar dazu sagen, so ehrlich müssen wir hier sein, wir haben das erste Spiel gegen die beiden Arschlöcher verloren, weil, ja, ich weiß gar nicht mehr warum, ich habe das Replay glaube ich auch nicht, ich muss nochmal gucken, vielleicht reiche ich es nochmal nach, ja, es ist einfach schwierig, ja, es ist einfach schwierig gegen den Doppel-Briten-Blob zu spielen, man bekommt das sehr, sehr schwer unter Kontrolle und man muss auch ganz klar dazu sagen, dass es mitunter einfach schwer fällt, dagegen anzugehen, auch jetzt, wenn man jetzt nicht bei den Briten sind, sondern bei der Wehrmacht oder sowas, weil es die meisten Leute einfach nicht gewohnt sind, dass jemand dermaßen stumpf einfach nur Impfpumpt, ja, und der kann wirklich nur diese eine Taktik, keine andere, nur Impfspam den ganzen Tag lang. Ja, und der Britenblob an sich ist natürlich ohnehin schon viel zu stark. Der wird dann noch stärker, wenn jede Menge Lieutenants dabei sind und Captains, weil der nimmt dann natürlich alles mit, was geht. Und im Grunde lässt sich das Teil nicht mehr aufhalten, sobald das irgendwie auf Wett 1 kommt, einer von diesen Leutnants. Dann nämlich können die aufstacheln und ab dem Zeitpunkt funktionieren Maschinengewehre nicht mehr, egal wie viele Maschinengewehre man hat. Und ja, die rennen einfach durch. Die können dann auch in die Basis laufen. Die rennen dann einfach durch die Maschinengewehre durch. Und man kann es im Grunde, man kann es nicht verhindern. Das heißt also, wenn man so etwas tut und wenn man das konsequent tut, wenn man gut darin ist,
ist es so und so eigentlich kaum aufzuhalten. Es reicht aber auch, wenn man mittelmäßig gut darin ist und selbst dann ist es kaum aufzuhalten. Hier an der Stelle übrigens, die Boni, die der Lieutenant gibt, die weiß ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch nicht wirklich viel Briten gespielt. Ich finde, Briten ist für mich die unattraktivste Fraktion in COH, die es überhaupt gibt. Also, ich glaube, so eins, zwei, drei Leute von euch, die kennen sich, glaube ich, mit dem Croxis Mod Studio ganz gut aus. Also, ja, wäre durchaus nett, wenn ihr mal nachschaut und das einfach mal posten würdet. Vielleicht im Videokommentar oder per einer persönlichen Nachricht. Sowas in der Preisklasse, wie das genau funktioniert, weil das weiß ich leider nicht. Ja, fangen wir an. Der Zuname Captain Abuse kommt übrigens daher, dass sie eben nicht nur das machen, nicht nur riesigen Impfblob, deshalb ist er nur Captain Spam, aber Captain Abuse wird er deshalb, weil er einen Bug abused. Einen Bug, den ich hier, ich bin mir nicht sicher, ob wir den in dem Spiel überhaupt sehen werden, weiß ich gar nicht. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber er tut es auf jeden Fall, tut es auch gerne im Livestream. Und dieser Bug ist halt so gestaltet, sag ich mal, dass man permanent diesen Heroic Charge, oder wie das bei den Briten heißt, machen kann. Also diese Fähigkeit von dem Lieutenant, dass man nicht mehr unterdrückt wird, dass man Boni bekommt, glaube ich auch. Das kann man dann im Grunde permanent machen. Ich kann euch auch nicht hundertprozentig genau sagen, wie das funktioniert, weil ich keine Briten spiele, weil ich meinen Lebtag in Company of Heroes noch keinen Bug abused habe und das werde ich auch nicht tun. Aber ja, er hatte anscheinend keine Bedenken. Ich hatte damals auch auf Facebook einen Screenshot vom Chat gepostet und da hat er dann halt die Meinung vertreten, das wäre so im Spiel drin und dann dürfte man das auch benutzen und die Programmierer hätten das auch genauso vorgesehen. Ja, am Arsch. Einen Scheißdreck haben die gemacht. Aber gut, ich meine, ja, warum nicht? Ne? Also wer meint, er müsste das benutzen? Allein das spricht natürlich bereits Bände. Ja. Sind wir uns einig? Ja, okay. Also, wir schauen hier Nike zu, weil wir mir eigentlich so und so sonst auch immer zuschauen und außerdem sieht man da meine Fehler nicht so. Das hat niemand gehört. Ja. Wir haben einen Synchronstart, wie es so aussieht. Im G-Grad. Was natürlich ganz chillig ist. Hier zubauen ist so ein bisschen ein neuer Gag, den ich mir in letzter Zeit gefallen lasse. Was einfach daran liegt, dass man mit diesem Recon, ähnlich im Grunde auch bei PE mit dem Grad, ziemlich asozial hier diese ganzen Minen, die man hier typischerweise legen würde, aufdecken kann. Und dann fliegen die Minen in die Luft. Einem fliegen 50, 100 Munition, wenn es sein muss, um die Ohren. Ist auch sehr cool hier, das übrigens. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Er wollte wegfahren, übrigens. Geht aber nicht. Super. Hat er schon wieder geflucht, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, also dann fliegen die Minen in die Luft. Die Schutzwirkung ist dahin. Also bauen wir jetzt hier neuerdings einfach zu und gut ist. Ja, hat man das Problem sozusagen gelöst. So, ja, der erste Lieutenant kommt, zwei Infanterietrupps, ein Lieutenant, das ist doch ein absolut gesundes Verhältnis, das braucht man so. Und ein Riesenproblem ist natürlich auch, zum einen, dass ich hier nicht habe zubauen können, ein Riesenproblem ist einfach auch, dass der Lieutenant sein Wett einfach immer bekommt. Das lässt sich nicht verhindern, man verliert einfach einzelne Trupps, naja gut, Trupps wäre schon ein bisschen doof, aber einzelne Soldaten und das ist natürlich bescheiden, ne? Und jeder Verlust ist ein bisschen mehr Wett für den Gegner, was auch doof ist. Und ja, was willst du machen? Ich habe danach auch ein bisschen rumüberlegt, auch im Hinblick auf 2 gegen 2 Random, wo dieser ganze Mist hier, da ist das ja noch wesentlich krasser, weil da einfach das Teamplay komplett fehlt, das man eigentlich bräuchte, um damit klarzukommen. Wie man damit effizient umgehen kann und ich habe nicht wirklich eine Lösung gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach sehr schwer und das Riesenproblem an dieser Spielweise ist schlicht und ergreifend, dass man sich's erlauben kann, als Gegner, als Brite wesentlich weniger Micromanagement zu betreiben und einen wesentlich größeren Effekt zu erzielen. Also man microt sich gegebenenfalls die Seele aus dem Leib als Wehrmacht zum Beispiel. Oder als Panzerelite und man hat trotzdem, man macht keine Schnitte. Man kommt einfach nicht dagegen an. Und das ist halt das Riesenproblem. Machbar ist es natürlich, keine Frage.
So, jetzt kommt der Carrier, das ist auch so ein Standardding, das macht er immer. Also du kannst wirklich die Uhr danach stellen. Ja? Also der Mann ist der Erfinder des deterministischen Company of Heroes-Spielens. Immer dasselbe. Ja, wäre jetzt vielleicht gut, wenn er sich ein bisschen tarnen würde hier. Ah gut, ich nehme mal an, der wird eh eine Einblendung haben, weil er vorhin geschossen hat. Aber das Problem ist jetzt, das ist halt auch so ein großes Problem mit dem Brand Carrier schlicht und ergreifend. Wobei der Brand Carrier jetzt, glaube ich, noch gar kein Brand and Brand ist. Das heißt, okay, doch ist. Gut. Also steckt ein Typ mit Brand drin. Ja, es ist halt einfach ein Riesenproblem, weil das hier ist unter den leichten Fahrzeugen, sage ich mal, wenn man da vielleicht auch noch Bikes und Jeeps und sowas mit reinzählen, dann ist das einfach die Einheit, die am stärksten ist, die auch am teuersten ist, die am meisten aushält, die mit Besatzung am meisten Schaden austeilt, die auch noch pinnen kann und so weiter. Also das ist so ein bisschen das rundrum Glücklich-Paket des Early Games und es gibt auch im Early Game eigentlich ja, nichts, was dieses Teil wirklich effizient bekämpfen kann. Man kann es bekämpfen, man kann es zum Beispiel mit Kredern bekämpfen, mit Maschinengewehren. Die Nützlichkeit endet ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man anfängt, T2 zu haben und wenn man dann halt hier einen Volksgrenadier hat und dann eine Faust auf das Ding schießen kann, dann so kriegt man es ganz gut in den Griff. Aber bis dahin, und das ist halt ein relativ langes Zeitfenster, hat man es doch sehr schwer, dieses Teil hier in den Griff zu bekommen. Das ist halt einfach so. Und das ist ein Problem. So, jetzt hat er, glaube ich, probiert zu bloggen, aber das ist nicht so ganz einfach unbedingt mit dem Grat. Und ja, da hat er den Scharfschützen natürlich auch bekommen. Der bekommt das Grat, glaube ich, auch noch. Ja. Und hier, ja, wie gesagt, das ist halt einfach im Moment effektiv nicht möglich, das Ding aufzuhalten. Ich lege jetzt hier eine Mine hin und schieße da drüben ein bisschen in der Hoffnung, dass er dann hier lang fährt. Aber er fährt oben lang. Ja? Also macht Sinn. Ja. Ich bin hier gerade den Lieutenant angeschossen. Ich könnte mich hier mal zurückziehen, fällt mir gerade mal auf. Ja, Dankeschön. So, und ja, man kann natürlich hier durchfahren, man kann auch einfach stehen bleiben. Das ist vollkommen in Ordnung. Macht total Sinn. Ja. Ich meine, das macht im Endeffekt schon Sinn. Viele Leute fahren halt wirklich über diese Minenspots drüber, aber faktisch gesehen gibt es keinen Grund, warum man tatsächlich nicht einfach mal stehen bleibt. Muss man halt einfach mal so sehen. So, auch das hier ist so ein Ding, man sieht das jetzt. Ne? Also man allein durch den Brand Carrier ist man dermaßen beschäftigt, wird dermaßen zurückgedrängt in die Defensive gedrängt durch eine einzige Einheit, dass die hier die Zeit nutzen können, die Mitte sich holen und dann auch diese im Gruppen bauen, was meines Wissens nach gar nichts bringt, hier im G-Nest hinstellen und auch das bekommt man natürlich ohne weiteres erstmal nicht kaputt. Ja, und jetzt das Scheißding hier ist jetzt zwar ziemlich kaputt, aber halt nicht ganz kaputt. Das Problem ist also ungelöst. Na, und wir waren eine halbe Ewigkeit beschäftigt. Ja, Minen jetzt hier. Das sollte eine Doppelmine werden. Das Problem ist halt, er hat jetzt hier direkt den Recon praktischerweise. Und dann ist das hier alles ziemlich für die Füße und 50 Munition explodieren. Auch sehr lustig, dass er im Grunde die ganze Zeit gar keinen Schaden macht und dann das. So, und da kommt er, der King of Castle. Mit seinem epischen Skill-Brenn-Carrier oder wie das heißt. So, und das ist ja auch cool, ne? Dann da hat er hier passend den Recon, jetzt deckt er die Mine auf und dann kann man durchfahren. Das ist halt genau das, was diese Minen einfach zu einer großen Unnützheit verdammt. Das Wort gibt es, glaube ich, gar nicht. Also, Riesenproblem. Riesenproblem. Ja, und das Ding marodiert hier immer noch rum, fährt hier fröhlich durch die Gegend und du kriegst es halt einfach nicht kaputt, ne? Und das ist vor allem, es ist auch noch schnell, ja? Es ist ja nicht so, dass das hier einfach nur langsam durch die Gegend fährt, weit gefehlt. Dann bauen wir hier mal eine TT hin, um das zu bremsen, damit Nike hier rankommt, aber der bleibt jetzt hier irgendwie stehen. Ach ne, da wollte, glaube ich, eine Schreck, aber der war noch zu weit weg. Ja, man sieht das jetzt hier, der packt dauernd wieder aus, weil er außerhalb der Reichweite ist. Das ist halt einfach lächerlich, muss man ganz ehrlich, muss man einfach so sagen. Und da fühlt sich Captain Price natürlich zu Hause. Das ist genau sein Drehtisch. Also wenn man jetzt hier solche Sachen hat, wunderbar.
Wunderbar, da braucht man nicht viel Skill, kann beim Gegner sehr viel Schaden verursachen. Also das ist es. Das ist es einfach. Da wollen wir hin. So, ja, das Ding war jetzt wie lange auf dem Feld? 5 Minuten oder sowas. Und hat einfach komplett alles hier verhindert, dass wir irgendwas machen, uns auf der Karte ausdehnen, beziehungsweise einfach halten, was wir haben. Und das ist halt einfach, also enorm. Was macht denn der hier? Hey Nike, hey Nike. Oh, ich habe keinen Plan, was er da gemacht hat, ganz ehrlich. Was für eine gravierende Geschmacklosigkeit. Ja. Genau, dann können wir hier das ausschlachten, das ist ganz gut. Immerhin kriegt man ein bisschen Munition. Man muss die Feste ja feiern, wie sie fallen. Und ist das schon der zweite Lieutenant? Ich glaube fast. Wir können ja gerade mal auch rüberschauen, wie da so die Armee mittlerweile aussieht. Also hier mit 2 Lieutenants, 3 Infanterietrupps. Heal, damit man mehr Infanterietrupps bekommt, weil das sammelt ja auch bei den Briten. Das T2 ist auch schon am Start. Da haben wir jetzt auch den Captain, da haben wir die Piat mit dabei. Also mehr Infanterie, wenn wir es zusammenfassen wollen. Und hier haben wir jetzt. Das ist derselbe Offizier anscheinend, oder? Ich habe den anderen getötet bekommen, wir haben es nicht gesehen. Auch 3 Infanterietrupps. Wir haben den Mercer, wir haben auch Heal für mehr Trupps. Und hier haben wir halt den Captain auch schon. Und ich denke mal, das nächste wird dann ein bisschen Piat sein, weil Piat immer toll ist. Genau. Also, summa summarum, mehr Infanterie, mehr Blob, mehr Skill. Ja, und bei uns hier haben wir jetzt da mittlerweile das T2er am Start. Der Typ ist auch schon ein bisschen hier am Werkeln gewesen, der Nike-Typ mit seinen Grenadieren da. Aber warum der da jetzt hier rumgelaufen ist, das weiß niemand so genau. Bei mir Krampfkraftzentrum. Stoßtruppen. Ja, warum Stoßtruppen? Also, wir sind da erst am Anfang des Spiels. Ja, das heißt, der Blob, wie wir ihn jetzt hier haben, der ist noch relativ klein. Das heißt, es wird noch mehr. Ja, und das ist, da muss man sich irgendwie irgendwas überlegen, wie man damit zurande kommen möchte. Eine klassische Antwort darauf wäre vielleicht Stuß. Hat halt das Problem, wenn dann, also, ja, das Problem ist, wenn, auch da wieder, wenn der Wett hat und er kriegt immer Wett, dann funktioniert das halt auch nicht mehr, ja. Und der rennt dann halt einfach, der hält dann halt einfach hin, pinnt das. Mit einem, zur Not mit 2 Brands und dann kloppt er das mit dem Piaz kaputt. Jetzt haben wir es. Wett. Ah. Ah, Wett. Mist. Das ist wirklich Mist. Aber hier schön den Angriff eigentlich abgeschlagen. So oder ähnlich kann man sich das vorstellen. Ja, warum ich mit meinem Stoßtrupp hier, also zum einen, um ein bisschen Anti-Tank zu haben, weil es könnte ja doch mal sein, dass der Gegner auf den Dreh kommt, mal sowas wie Panzer zu bauen. Man weiß es ja nicht, das ist das Problem. Und es könnte natürlich auch sein, dass man hier vielleicht mal einfach diesen Mörser abreißen will, weil der einfach nur nervt. Ja, der Lieutenant kratzt nicht ab. Das kennen wir ja schon. Hier ist da so ein Captain, auch das. Also man sieht das, sie machen schon ein paar Sachen auch ganz lustig, indem er hier einfach die Möglichkeit nutzt, sich zum Captain zurückzuziehen und da an meinem MG so vorbeizukommen. Doof halt, dass es nicht funktioniert, weil ich es einfach umbaue. So, ich glaube, hier geht's schon mit der Sprinterreihe los. Wir können da mal reinschauen. Bin ich mir gerade nicht sicher. Doch, ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist es schon. Ja, also die laufen schon schneller, als sie eigentlich laufen sollten. Mittlerweile natürlich auch 3 Lieutenants dran, ne? Und das ist jetzt was. Das ist einfach sau schnell unterwegs. Also, es ist wirklich, der kann beim Puma mithalten von der Geschwindigkeit her. Ich mauere jetzt in der Mitte auch wenigstens zu. So, jetzt ist Nike gerade weg und jetzt passiert halt gleich ein Fehler von mir. Also, was ist jetzt da passiert? Er hat sich zurückgezogen, hat dabei einen Fuck bekommen, weil das ist halt auch sowas lustig. Er hat halt einfach jetzt dermaßen viel Infanterie, dermaßen viele Boni, dass es nicht mehr funktioniert. Ja, also, das Retreaten wird quasi die Boni, die man durch das Retreaten bekommt, eine klassische Sache für Company of Heroes. Das funktioniert einfach nicht mehr, weil er dermaßen viel Schaden macht. Das ist halt krass. So, ich habe jetzt hier oben meine beiden Maschinengewehre und ich habe meine Scharfschützen hier. Und jetzt stellt sich halt in dem Moment so ein bisschen die Frage, ja scheiße, wie komme ich denn da jetzt wieder lebend raus? Und
Das funktioniert jetzt eigentlich schon nicht mehr. Das heißt, im Grunde hätte ich mich schon zurückziehen müssen, ab dem Zeitpunkt, wo er hier vorbeigelaufen ist, was ich aber gar nicht hätte sehen können. Plus, er überbrückt diese Entfernung halt extrem schnell, dadurch, dass er den Bug abused. Und ja, jetzt ist eigentlich alles tot, was ich hier oben habe. Ja, selbst wenn ich mich jetzt zurückziehe, dann ist der Retreat-Weg hier lang und er steht bereits da. Das heißt, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Und das ist halt richtig krass, ne? Man hat, also, das heißt, man muss die absolute Übersicht über alles haben, was auf der Karte abgeht. Und gleichzeitig muss man. Oh Gott, der läuft oben lang, ey, das ist nicht zu glauben. Ja, Fuck Nummer 1. Ja, und gleichzeitig muss man sofort halt. Sofort zurückziehen, sofort. Ja, und man sieht es jetzt halt, also, es ist krass. Ich wäre aus dieser Situation jetzt. Konnte ich nicht mehr lebend rauskommen. Und das ist alles nur wegen, weil der diesen Bug abused, ne? Man hat das ja gesehen, mit welcher Geschwindigkeit der hier rangelaufen ist. Dieses Dauersprint, das ist so bitter. Und auch dieses ist halt einfach, das ist das einfach das Loweste, was man machen kann. Wirklich. Operation Zero Skill, ganz ernsthaft. Und da kriegst du halt einfach nur einen Hass bei. Einen puren Hass. So, jetzt haben wir aber die Stu, die natürlich erstmal sofort gepinnt ist. Kommt sie aber raus, fährt ein bisschen zurück und dann weiterschießen. Hier, mehr Wett. Warum auch nicht? Kann man ganz super machen. Ja, die erobern jetzt halt den ganzen Kram hier. Ich glaube, da schickt er mal einen Pio rüber. Ein Riesenproblem bei der ganzen Angelegenheit hier ist dann natürlich auch der VP-Druck, der einfach entsteht. Denn die haben die Mitte, die haben da das Maschinengewehr, haben auch irgendwelche Minen gelegt. Rechts steht ein Truck. Oh ja, und hier oben, das ist jetzt auch weg. Das heißt. Im besten Fall haben wir eine Siegesmarke und die haben wir nicht mehr. Also, ja, scheiße, ne? Kann man auch nicht so wirklich viel dagegen machen. Das ist das Problem. Jetzt kommt mal der Mörser weg. Das ist schon mal sehr cool. Gibt ein bisschen Luft, ein bisschen Bewegungsfreiheit, was den ganzen Spaß hier oben angeht. Aber ja, ich habe halt nicht mehr so wirklich viel. Denn der Scharfschütze ist tot, MG ist tot, anderes MG ist tot. Also ist eigentlich so ziemlich alles irgendwie tot. So, summa summarum. Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren hier. Also ein Decap kann man im MG-Feuer hinbekommen, aber ein Cap sollte man eigentlich nicht schaffen. Nee. Aber zumindest haben wir so kostengünstig die Minen geräumt. Wenn auch auf Kosten der Gesundheit dieses Trupps. Und Wert 1 habe ich ja nicht. So, ja, und hier oben wird jetzt, glaube ich, in den Stumpfmodus geschaltet. Das heißt, ja, dagegen spammen. Mit Grenadieren. Was halt, man sieht das scheiße, wie der hier rum. Ich krieg. Was da kriegst du von? Ja. Scharfschützen übrigens, was so ein bisschen die klassische Möglichkeit wäre, so einen Block zu dezimieren, das funktioniert halt auch nur eingeschränkt, weil auch wieder die hohe Geschwindigkeit. War das mein Goliath? Das war mein Goliath. Oder? War das mein Goliath? Oder war das die Stu? Wo ist mein Goliath? Ne, hier ist mein Goliath. Ja, das ist halt auch ganz nett. Also man kann einfach mal drauf haben, muss ihn ja nicht zünden. Das sollte man auch auf keinen Fall tun, wenn der Gegner sich zurückzieht. Aber ja, man hat halt einfach ein bisschen ihn zurückgepusht. So, jetzt habe ich hier zwei von. Repariert ist auch. Rep-Bunker geht hoch. Und Wert 1 ist auch schon im Start. Das heißt, das Ding hält einfach ein bisschen mehr aus. Passt also soweit ganz gut. Ach, hier ist. Ja, ich glaube, hier könnte man es jetzt sehen. Also wenn ich den Fokus jetzt hier drauf habe, dann würde man jetzt hier speziell sehen, wie das funktioniert. Aber ganz ehrlich, ich will es gar nicht verstehen. Das muss ich nicht wissen. Und ich möchte es auch auf gar keinen Fall zeigen, damit es nachgeahmt wird. Weil es gibt garantiert auch ein paar Leute, die gibt es immer, die dann sagen, hey, super, das ist doch genau das, was ich haben wollte. Das habe ich immer gesucht, denn jetzt gewinne ich endlich auch mein Spiel. So, und jetzt hier. Achtung! Bah! War das gut oder war das gut? Hä? Was hat er jetzt alles verloren? Ich weiß gar nicht. Können wir mal gerade rüber wechseln? Schade, dass wir es jetzt nicht aus seiner Sicht gesehen haben. Ja, da ist jetzt schon ein bisschen was kaputt gegangen. Also, das war definitiv ein Goliath, der sich gelohnt hat. Ich glaube, er hat leider keinen Fuck bekommen. Warum auch? Die Offiziere leben leider auch alle noch, aber es ist halt relativ viel Infanterie abgekratzt. Und das ist ganz gut. Jetzt kommt der zweite Goliath noch.
Der bleibt aber leider hängen und ich mache den Fehler, ihn dann auch hochzujagen. Das hätte man natürlich nicht machen sollen, weil er natürlich auch dafür wieder wett. Aus irgendwelchen Gründen hat der Aas dafür wettbekommen. Kriegst einfach Plack von Ace. So, jetzt natürlich auch Artillerie, weil das muss zusätzlich auch noch sein. Das reicht nicht, wenn der Blob so groß ist. Man braucht mehr. Das Riesenproblem ist jetzt tatsächlich diese 17-Finder, weil die verhindert, dass ich hier an den Truck rankomme. Wir hätten den. Hätten die 17-Finder nicht gehabt, dann hätten wir den jetzt rapen können. Dann hätte er gegen die Kombination aus der Infanterie und den Stuß eigentlich keine Chance gehabt. Auch nicht mit dem Blob. Aber bedingt durch die 17-Finder funktioniert das jetzt nicht. Und hier sieht man halt auch ein weiteres Problem. Ab einem gewissen Punkt fangen wir halt an, uns mit sowas hier, solchen defensiven Werken hier selber ja, gegen das Bein zu schießen. Es ist dann besser, wenn das offen ist und wenn man hier auch angreifen kann. So, Cromwell. Ja, ich vermute stark, dass er entweder kein Tales of Valor hat oder dass er noch nicht rausgefunden hat, wie man das umschalten kann. Denn sonst gehe ich davon aus, dass wir schon normalerweise schon Stackhounds auch spielen würden. Versucht er hier den Scharfschützen zu überfahren. Das ist ein Kommando Cromwell natürlich. Aber da ziehe ich mich dann relativ geschmeidig einfach zurück. Natürlich auch abartig, ey. Das Ding, das schießt du auch alles durch. Mordsreichweite, ey. Das ist wirklich die 8-8 der Briten. So, ja, was geht hier drüben ab? Mehr Infanterie, mittlerweile auch mit Piat ausgerüstet, was immer ganz nett ist. Ja, ein Scharfschütze ist zu Hause angekommen. Mir sieht man jetzt halt das Problem, dass ich kein Wett 1 habe. So, und ja, da kommt der erste Firefly, weil das ganz gut ist gegen alles, was Panzer heißt und von uns kommt. Zum Beispiel so eine Stu, Entschuldigung, die hat halt ungefähr überhaupt gar keine Chance gegen einen Firefly. Grob eingeschätzt, nur so ganz grob. Da ist der Offizier. Na, okay, schieß mal auf den Offizier. Ah ne, der will, glaube ich, den Firefly töten, damit es meine Stu überlebt. Was sogar irgendwie geklappt hat. Sehr ungewöhnlich, aber manchmal funktioniert auch was. Ja, der Kollege hier kommt wieder raus. Und das hier ist natürlich jetzt eigentlich schon ziemlich hinfällig. Ja, ich glaube, er kriegt es aber nicht kaputt, die 17-Finder. Genauso wenig wie den Firefly. Ne, da auch mal ein schöner Abpraller. Selten gesehen bei einer Schirmpanzerung, aber es geht. Na, und wird's. Könnte sogar werden. Hier versteckt er sich jetzt in einem Haus. Ist nicht schlecht. Da sieht man halt, okay, so funktioniert das relativ gut. Los, Harry, genau. Einmal Angriffsbewegungsbefehl, dann ist das Ding auch platt und da kommt man da raus. Doppelschrecks übrigens hier an der Stelle ist halt so eine Sache. Hier, wieder. Das Ding hat auch schon dreimal tot sein müssen. Ja, Doppelschrecks auf der einen Seite natürlich für den Schadensoutput eine ziemlich coole Sache. Auf der anderen Seite erhöht es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann tatsächlich mal einer fallen gelassen wird. Und das möchte man natürlich nicht haben. Das wäre so ziemlich das Worst-Case-Szenario, wenn man dann so einen garstigen Britentrupp hat und der da damit Wett unterwegs ist und sowas. Was man hier halt jetzt ganz gut sieht, ist dieser Zwiespalt, weil auf der einen Seite möchte man jetzt halt die Offiziere ausschalten. Auf der anderen Seite gibt es aber eine gewisse Priorität dabei, die LKWs kaputt zu machen. Und man kann bedauerlicherweise nicht alles machen. Aber im Grunde ist das die, ja, die Antwort ist das eigentlich nicht, aber das ist die einzige Möglichkeit, die man überhaupt hat. Stuß, Blob, ja, Counter-Blob sozusagen, mit Fokus auf Offiziere und so. Aber viel mehr kann man eigentlich gar nicht mehr. Artillerie könnte man noch probieren, aber es ist halt auch so eine Sache, ja. Also wenn wir jetzt hier von einer. Das Ding hier einfach sich überhaupt nicht bewegt, das ist so krass. Wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Nebelwerfer reden. Nebelwerfer ist ja ziemlich langsam, braucht ein bisschen, bis er sich rumgedreht hat und eingesetzt werden kann. Und das sind alles Sachen, das ist nicht gerade prädestiniert, um gegen so einen Sprintplop damit zu kämpfen. Was vielleicht noch gehen könnte, wäre Stuka. Aber das ist halt auch ein bisschen teuer und das könnte ich zum Beispiel gar nicht bauen. Ich habe mich jetzt halt ziemlich auf Blitz verlegt, wie man sieht.
Hat halt den Vorteil, dass ich auch so ziemlich gar keine Tech-Gebäude brauche, weil ich alles von außerhalb bekomme. Und man sieht halt auch, dass Blitz bedeutet, dass man relativ viel Munition hat, wenn man auf den linken Baum geht, was ich dann halt in Goliaths investiere. Mittlerweile haben wir halt auch ein klitzekleines VP-Problem. Wenn man es mal in Relation sieht, die haben noch nicht wirklich viel abgegeben, aber bei uns schon ziemlich viel kaputt gemacht. Ich nutze jetzt aber hier mal die Gelegenheit, mit meinem kaputten Stoßtrupp des Todes, der selber bald des Todes ist, und versuche hier dieses MG wegzuräumen. Anscheinend geht es auch so gut. Aber es ist weg. Und da sieht man es auch mit dem Halbtoten, lässt sich noch ein bisschen was anfangen. Ja, hier jetzt wieder 17 Fünder. Schon ziemlich cool, wie wir gesehen haben, gegen die Stus. Was halt ein bisschen merkwürdig ist, dass er überhaupt noch 17 Fünder baut, wo er eigentlich ein Firefly schon am Start hat. Jetzt auch mit Overrepair, weil normale Repair nicht ausreicht. Kann es sein, dass er jetzt einfach liegen bleibt? Na, kann auch sein. Sehr cool. Aber er teilt hier als Feuer jetzt halt ein bisschen auf zwischen der 17-Pfünder und dem Truck. Und ist nicht ganz so günstig. Hat jetzt hier aber ganz gut funktioniert. Ja, und mit Stu und mit dem Kram, man bekommt so langsam in den Griff, aber halt nur relativ langsam. Und die steigen jetzt halt auch zunehmend auf Panzer um. Und man sollte nicht unterschätzen, was gerade der Cromwell für einen Schaden machen kann, wenn er gegen Infanterie kämpft und wenn er sich dabei bewegt. Das ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Hier übrigens auch ganz interessant, diese Granate. Das ist wieder so ein bisschen Company of Heroes Spielmechanik, denn ab einem gewissen Crit-Bereich gibt es tatsächlich eine ganz gute Chance, dass man auch mit Granaten solche Dinger kaputt bekommt. So kann es zum Beispiel passieren, wenn man jetzt ein Emplacement wie die 17-Pfünder hat und dort eine Granate drauf wirft, und das ist in dem roten Critical-Bereich, also mit dem relativ geringen Health nur noch, dass dann tatsächlich das Ding decrewed wird. Das hat man bei der 17-Pfünder, sieht man das ziemlich gut. Ja, und hier wird wieder eifrig überlebt. Mittlerweile ein Tiger am Start. Ja, Tiger ist halt so ein bisschen fahrender Bunker-Style. Das Problem beim Tiger ist, dass er einfach ein bisschen zu langsam ist. Der müsste eigentlich etwas schneller sein, als er ist. Und da ist die Schreck jetzt getroppt worden. Und pass auf! Hero Stoßtrupp! Yay! Ist so geil. Der hat überhaupt kein Leben. Läuft die ganze Zeit hier rum, macht irgendwelche Sachen kaputt und holt dann sogar noch die Schreck. Extrem cool, wie ich finde. So, da haben wir mal was kaputt gemacht. Das ist auch ganz nett. Aber Siegesmarken sind halt ein Problem hier. Und einen wirklich schnellen Weg, das hier kaputt zu machen, gibt es halt einfach nicht. Man hat ja gesehen, allein durch den Brand Carrier, was das ausgemacht hat. Und die bunkern sich jetzt hier halt auch zusehends ein. Damit haben wir sie zwar von unserer Seite der Karte weggedrückt und. Ach, ja, das ist eigentlich schon ziemlich cool, aber es reicht halt im Endeffekt nicht. Denn durch dieses ganze offensive Spiel von Beginn an haben sie halt einfach einen ziemlich fetten Vorteil, was die ganzen Siegesmarken angeht. Ja. Das war mein Schuh übrigens. Aber mittlerweile auch Wert 3, stürzen ziemlich gut gegen Piats. Hier wird es jetzt aber mehr 17-Fünderig. Schon wieder. Oh, es hat Werner Nike getroffen. Nicht so günstig. Naja. Genau, Rippenbunker 2 Stück. Ist halt auch immer ganz wichtig, wenn man so relativ viele Panzer hat. So eins, zwei dürfen es dann schon sein. Boah, das war übrigens nicht beabsichtigt. Also der sollte nicht vorfahren. Der hat sich dann halt irgendwie dazu entschieden, keine Ahnung. Und der ist dann halt auch sofort tot. Aber immerhin hat er noch einen Trupp überfahren. Also ist okay. Nein, das ist eigentlich nicht okay. So, hier probiert er mal wieder zu überfahren. Bleibt aber dann irgendwie stehen oder hampelt rum, keine Ahnung. Funktioniert im Endeffekt halt nicht. Was ganz gut ist. Ja, hier drüben hat er Kommandos. Das ist natürlich ein bisschen sehr, sehr nervig. Kriegt man auch relativ schwer nur tot mit den Grenadieren selbst. Also, ja. Nicht so günstig. Aber immerhin hat er Wert 3. Also, das geht. Also, beziehungsweise, es muss halt gehen. Man sieht das jetzt hier auch. Ah, wobei er läuft natürlich auch rum. Was war das bitte schräg? Wie geil. Aber die war wirklich cool. Habt ihr irgendwie drei Mann gesprengt?
Ja, und hier ist, ja, der wird halt im Endeffekt schneller repariert, als man Schaden machen kann. Ja, und 166 Siegesmarken, das ist auch weiterhin das Problem. Und ab 100 muss man wirklich schon zittern. Ja, und das Ding hier kratzt und kratzt halt nicht ab. Ist jetzt also auch das Problem mit dem Retreat-Weg. Der ist jetzt nicht gerade das, was man günstig nennen würde. Aber was will man machen? Jo. Ich glaube, ich. Ach ja, genau. Hier oben habe ich noch einen Goliath geparkt, dass sie die Siegesmarke einfach nicht bekommen. Und ich orientiere mich jetzt ein bisschen nach hier drüben rüber, weil hier halt die 17-Finder ist, der Firefly. Und das ist alles so ein bisschen Zeug, was nicht so ganz günstig ist. Da ist immer den Goliath gerade beim Einsatz. Bumm, Trupp tot. Hervorragend. Da wollen wir doch hin. Ja, jetzt wieder Artillerie, auch sehr schön. Hat man natürlich wenig Schnitte. So, aber mit den Panzern hier drüben kann man das jetzt dann mal alles mal wegräumen. Siegesmarke ein bisschen frei machen. Ist halt doof, dass er jetzt gerade hier drüben dann wieder kämpft. Also, so nach dem Motto: einen Schritt vor, zwei zurück. Ja, was will man machen? So, da ist auch noch eine 17-Finder, weil. Weil halt einfach. Das, und das ist schon nicht so schlecht, ne? Also, es hat ein bisschen wirklich den Charakter einer 8-8 einfach. Man ist halt einfach gezwungen, auf Distanz zu bleiben. Kommt natürlich der Firefly noch mit dazu, das macht's nicht unbedingt besser. Naja, und der kriegt's leider nicht ganz tot. Und jetzt muss ich auch schon wieder zurück, weil zwei Fireflies und so, das ist jetzt nicht unbedingt so günstig. So, jetzt wird hier aber wieder gecappt und ich denke mal, wir können zumindest noch ein bisschen verhindern, dass sie die Siegesmarke bekommen. Und das ist halt auch schon einiges wert. Ja, wir können ja vielleicht gerade nochmal hier so ein bisschen die Rundschau machen, was noch so übrig ist. Also, man sieht das schon hier, das ist ein bisschen was. Ist mittlerweile bei zwei Fireflies und nimmt seinen Kommandopanzer lustigerweise nicht mit. Dadurch verschenkt er natürlich Boni. Aber ja, wenn man keine Ahnung von Company of Heroes hat, dann hat man halt keine Ahnung von Company of Heroes und dann hilft ja nichts, ne? Das hilft ja nichts. Soll man machen. Ja, aber der Blob hat sich halt mittlerweile reduziert. Auch wenn alles, was noch so an Offizieren da ist, ziemlich viel wettert, was natürlich ziemlich störend ist. Hier drüben sieht es sogar noch schlimmer aus. Hervorragend. Da haben wir auch den Kommandopanzer, lustigerweise, aber keinen Firefly. Der doch. Mittlerweile, ach nee, das ist mal zerstört worden, sein T3, genau. Aber hier halt SimCity. Krass SimCity, also drei von den 17 Fündern. Ja, fahr da mal mit dem Panzer rein. Jetzt ist nicht so, ja, die allerbeste Lösung, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, und bei Nike eigentlich nur Grenadiere. Grenadiere und dann ein paar mehr Grenadiere. Und ich schließe mich dem jetzt ein bisschen an. Wie gesagt, eine andere Möglichkeit ein bisschen wäre Artillerie. Vielleicht könnte man das irgendwie unterbringen. Ich überlege gerade, ob es vielleicht sinnvoll ist, dass man Doppel-T2 spielt. Einfach für die Stuka zu Fuß. Aber da müsste man auch noch hochtecken. Ist halt so eine Frage. Ob sich das lohnt. Ja, aber hier drüben, man sieht das schon. Also hier ist Wusel, Wusel in der SimCity. Ja, das Siegesmarkenproblem, das besteht halt weiterhin. Das ist auch nicht so ganz einfach zu lösen. Besser bitte mal hier rüber. Oder will er das Teil abreißen? Ich weiß gar nicht, was er vorhat. Ich weiß auch nicht, was er hier vorhat. Ich glaube, er will den Graben verhindern oder sowas. Aber ja, ein riesengroßes Problem ist einfach. Oh, das habe ich glaube ich nicht gesehen, oder? Was für eine Scheiße. Ja, ein riesengroßes Problem ist einfach, dass es mit den Panzern immer schwieriger werden wird, weil überall die 17-Finder sind. Das ist eigentlich kaum noch was da, wo man durch kann. Und selbst wenn man irgendwo durch könnte, wie jetzt zum Beispiel hier oben rum, hier rein, dann ist der Rückzugsweg
dermaßen ungünstig, dass man es eigentlich auch fast wieder lassen kann. Und die anderen beiden Möglichkeiten sind dann noch Artillerie oder eben hier die Infanterie. So, nichtsdestotrotz können wir jetzt hier mal den Truck kaputt machen, das ist auch schon ein bisschen was. Punkte erobern sollte man auch nicht vergessen, das geht dann gerne mal ein bisschen unter, ist aber sehr, sehr wichtig, weil es auch das Popcap vom Gegner reduziert. Wir sind ja hier bei CO1, hier sieht man wieder den Abuse so ein bisschen. Bug Abuse. Genau, das Ding ist jetzt mal tot, das ist halt auch schon mal was wert. Na, der Vorteil an dem Riesenblob ist halt, er kann nicht überall sein. Das ist ein bescheidener Vorteil, aber man muss nehmen, was man bekommt. So, und hier jetzt, also man sieht, man könnte jetzt vielleicht meinen, okay, du hättest ja nochmal schießen können, aber wenn man jetzt sieht, was mit diesem Trupp hier gerade auf dem Retreat passiert und wo wirklich einfach alles schießt, ja, Piats, Gewehre, Brands, alles, alles, was da ist, wie die Geistesgestörten. Also im Endeffekt kann man überhaupt froh sein, dass er lebend da rausgekommen ist. Und dann denkt man vielleicht doch, okay, ist gut, dass du nicht nochmal geschossen hast. Ja. Ja, ein bisschen die Lösung ist tatsächlich auch für dieses Problem, das Spiel breit zu machen und einfach zu versuchen, dort anzugreifen, wo der Blob gerade nicht ist. Das Problem ist jetzt halt, der kommt noch mit Cromwells an und das ist halt das, was bisher gefehlt hat, nämlich die Antwort auf die Infanterie. Na, wenn man den Blob nicht als Antwort. Oh, war lustig. Fand ich gut. Könnte öfters passieren. Ja, wenn man die Infanterie-Blob nicht als Antwort sehen möchte, dann sind die Cromwells die Antwort. Ja, und hier jetzt, also, das sind jetzt drei Panzer der, beziehungsweise Emplacements der Kategorie Firefly und das ist ja dann etwas zu viel. Aber zumindest haben wir mal die Siegesmarke und es könnte sogar sein, nein, das HQ fällt nicht. So, und hier wird jetzt langsam zurückgefahren, zu langsam, wie sich hier zeigt. Und ich muss sagen, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er nachsetzt. Das ist das ganz klassische Ding, was ich auch immer. Da, zack, noch eine Salve tot. Das ganz klassische Ding, was ich immer erzähle. Einfach nicht stehen bleiben. Irgendwo hinter ein Haus fahren. Irgendwas, wo man sicher ist. Hat drei Fireflies, beziehungsweise vier mit der 17 Finder. Das ist. Ja. Genau das ist das. Ja, sind halt beide bei mir, also der Blob und die Panzer. Problem ist halt jetzt auch, dass ja zwei Panzer weg. Dazu auch die Panzer, die eigentlich dafür gedacht sind, den Blob aufzuweichen. Das macht sich halt bemerkbar. Tiger fehlt halt auch, der ist jetzt auch nicht so schlecht gegen Infanterie, muss man halt dazu sagen. Und hier kann man eigentlich nur so ein bisschen Verstecken spielen. Ich weiß gar nicht, wo der hier hingeschossen hat. Ich glaube hier hin. Können wir mal gucken. Wo ist er? Da ist er. Halt. Nicht in das Haus. Hier hin. Ja, das waren zwei Fireflies, glaube ich. Ja. Das ist schon, also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Finde ich okay. Schade, dass ich jetzt hier keinen Goliath habe. Hätte sich lohnen können. Ja, und hier sieht man es jetzt halt wieder. Der ist links beschäftigt. Also gehen wir nach rechts. Machen den Truck kaputt. Und kippen dann auch wieder, wenn diese Artillerie vorbei ist. Aber ja, 86 VP. Ja, also es wird langsam ein bisschen enge. Also man sieht es jetzt, dass man so langsam irgendwann wieder an den Punkt kommt, wo man sich sagen kann, okay, wir haben das so halbwegs unter Kontrolle. Auf der anderen Seite, läuft halt einfach die Zeit weg.
Das ist die andere Stärke von dieser ganzen Geschichte hier. Selbst wenn man es tatsächlich schafft, so lange zu überleben überhaupt, dann ja, passiert halt das. Ja, und hier muss er jetzt halt einfach durchlaufen. Ich glaube auch, dass das nicht wirklich echt war. Sondern so Kommandozeug. So, jetzt hier mal dieses MG da kaputt machen. Und dummerweise will er dann überfahren. Was ist das jetzt auch hier, was die Cromwells für einen Schaden an der, für einen Massakerwald an der Infanterie anrichten? Also das ist schon krass. Ja, und das war der Versuch Goliath, ne? Also Goliath wirklich sehr wichtig, dass man da den irgendwo hinstellt, dass der Gegner drüber läuft. Also nicht versuchen, selber auf Jagd zu gehen. Das klappt beim Goliath einfach nicht. Ja, zumindest im Moment haben wir mal zwei Siegesmarken. Und oben, ja, das ist erstmal ein bisschen schwierig. Ich halt einfach noch Wett. Ich glaube, da habe ich mich auch verklickt, weil eigentlich müsste man auf jeden Fall auch Wett 3 für Infanterie noch kaufen. Aber irgendwas habe ich da. Ich glaube, ich habe mich einfach verklickt. Ich glaube wirklich, es war verklicken. Ja, und schiebt man sich mal ein bisschen mit dem Tiger nach vorne. Und zumindest einen haben wir mal platt gemacht. Ja, und hier in der Mitte, das ist halt, also er tauscht jetzt sozusagen die Infanterie-Blob gegen einen Panzer-Blob. Aber da cappen wir jetzt, eigentlich sollten wir da cappen. Also es wäre so ein bisschen der Plan, erobern und so. Na, jetzt kommt es auch ein bisschen später halt, und das sind doch die Cromwells, das sieht man, da hat man auch Glück, dass die nicht treffen gerade. Ja, und ein Millimeter vorher. Ah, ist das ärgerlich. Ja, und da ist irgendwie die Luft gesprengt worden. Ich weiß gar nicht, was das war. Könnte auch ein Goliath gewesen sein. Es kann sein, dass ich da mal einen geparkt habe. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kommt es auch später noch. Ja, und hier, man. Es ist halt einfach. Bam, 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 bam. Ja, also so. Keine Ahnung. Übertrieben. Einfach übertrieben. Das ist halt immer das Problem. Man kriegt's nicht so recht tot. Kriegt's einfach nicht so. Und ich glaube mittlerweile, jetzt sind sie, das muss man mal nachgucken. Also wenn ich das richtig sehe, ist gerade alles am Blinken. Und das bedeutet halt, ja, sie haben keinen Truck mehr auf dem Feld. Also kein Hauptquartier. Und was nichts anderes bedeutet, als sie bekommen nur noch Manpower. Was überhaupt eine Unverschämtheit ist. Warum, guck mal, jede andere Fraktion, wenn ich das Hauptquartier kaputt mache, bekommt dermaßen massive Einbußen bei der Manpower. Ja, und die kriegen einfach noch gemütlich 205 rein. Ah, krasse Black von. Ja, die kriegen halt jetzt einfach sonst keine Ressourcen im Moment und können halt auch keine Fähigkeiten einsetzen. Ne? Also, Truck kaputt machen lohnt sich schon. Ich denke mal da auch, dass sie den schon irgendwie mal irgendwann mal nachholen werden. Gut, jetzt kommt halt die Angriff in die Mitte. Mal zumindest eine von diesen 17 Fündern kaputt. Was der Schreck hier macht. Pusht den so durch die Gegend, dass er nicht mehr schießen kann. Wie cool. Ja, 45 Siegesmarken und im Moment eine gewisse Perspektivlosigkeit, denn vielleicht einfach auch deshalb, ja, vielleicht einfach deshalb, weil es der Gegner kapiert hat. Ich brauche gar nicht 3 Siegesmarken, uns reicht 2. Und wenn wir jetzt hier oben den Block parken, und wenn wir hier unten den Block parken, dann genügt das eigentlich. Könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Überlegung war. Ich weiß nicht, ob die denken können, bin ich mir nicht so ganz sicher. Gut. Haben auch das Ding mal kaputt gemacht und da kann ich mir wieder ein bisschen Munition holen, glaube ich. Ja, Munition ist gut. Kann man viele lustige Sachen mitmachen. Ah, sie ist leider unverstärkt nach vorne gegangen und immer noch kein Wert 3. Aua, sowas, sowas. Ja, und ich glaube, hier wird jetzt ein bisschen versucht, zumindest versucht, zusammen vorzugehen in die Mitte. Ich glaube, Feuersturm. Ja gut, der Punkt ist jetzt halt hier mit dem Feuersturm, dass die V1 gerade noch Cooldown hat. Also, ja, bevor man jetzt auf der Munition sitzt. Ein bisschen Schaden macht es ja auch.
Ja, Netzwatch ist wirklich langsam akut. Also 25 Punkte, das ist schon. Das ist mehr als am unteren Bereich. Jetzt drängen wir sie halt hier zurück. Aber ich bin gar nicht sicher, ob das wirklich. Nee, das war Fake. Das dürfte aber echte sein. Aber es hilft nichts, du musst trotzdem weiter cappen. Wichtig ist jetzt halt wirklich, dass wir hier so vorne so ein Schild aus Infanterie haben, der hier einfach ein bisschen Raum gibt, sodass man da tatsächlich einsetzen kann. Und da ist jetzt ja schon ein bisschen kaputt gegangen. Wir im Genister, die Stellung ist aufgerollt, der Firefly ist abgekratzt. Also man sieht das, so ein Angriff zusammen, das ist schon, das ist etwas, was sich einfach lohnt. Es macht einfach ein bisschen Sinn. So, und hier steht jetzt mein Goliath, aber der steht da leider schlecht, weil der kommt von der anderen Seite. Ah, da hat er, glaube ich, einen Offizier erlegt. Das ist natürlich auch sehr cooles. Ja, und da dreht sich diese Huren, die dreht sich einfach nicht richtig und er explodiert dann. Super. Also man sieht, dass Goliath ist, kann funktionieren, muss aber in einem sehr speziellen Kontext einfach eingesetzt werden. Und da ist wieder ein Offizier tot. Ja, mit Wert 3 kommt man ein bisschen zur Rande gegen die Kommandos. Ich denke mal, auch das sieht man hier ganz gut. Ja, hier ist der KT jetzt am Start. Ich brauche einfach mal ein paar mehr Rep-Bunker auch. Auch im Hinblick auf KT. Sollte natürlich nach Möglichkeit nicht abkratzen, wenn es ginge. Ja, der Tiger, der ist halt einfach, er ist einfach ein bisschen behäbig. Das ist schon ein Thema. Ja, und die Jungs hier, das ist halt, also die sind wirklich aus dem Stehen heraus ziemlich stark. Boah, schöne Granate hier. Wunderbar. Aber ja, wirklich gut gemacht. Das ist so eine wunderbare Ecke, wunderbare Situation, um Granaten zu werfen. Genau, der KT ist auch bald wieder so weit fix. Ja, und hier kann man jetzt halt irgendwann nicht mehr nachsetzen, weil dann komme ich in die Mitte rein und den Wirkungsbereich von den Cromwells. Das heißt, ich sollte mich jetzt jeden Moment dazu entscheiden, nach Norden zu gehen und da lieber irgendwie was zu erobern. Genau. Warum gehe ich nicht nach Norden? Ich glaube, ich habe hier auch angenommen, dass hier noch Blob ist. Und dass ich hier quasi nur die Ausläufer des Blobs sehe. Also so, ja, die Ränder, die Peripherie. Weil von der Sache her wäre es jetzt schon ganz gut gewesen, nach dort zu gehen, wenn man wüsste, dass das tatsächlich nur noch drei Mann sind, die da stehen. Hätte man sich das irgendwie überlegen können. Ja, und hier parken wir jetzt auch einfach mal eine Stu. Das funktioniert tendenziell ganz gut gegen die Kommandos. Worüber wir dann auch später geredet hatten, als Möglichkeit einfach Dev gehen und die 8-8, weil das jetzt hier mit sowas relativ gut ja, zur Rande kommt, sage ich mal. Ist halt wieder so eine Sache, ne? Da fehlt einem dann ein bisschen was anderes. Und wenn man auf die 8-8 geht, dann ist es natürlich auch ein sehr weiter Weg bis zur Raketenartillerie, also dem V1-Äquivalent, wenn man so möchte. Ja, schwierig deshalb. Muss halt leider immer Kompromisse machen. Leider, leider. Ja, hier wird der Z-Truck schon aufgebaut auf niemand weiß wo, auf irgendwie strategischen Sektor. Kein Plan. Ist nicht ganz so toll im Endeffekt, wie man sich vielleicht denken kann. Aber vielleicht trauen sie sich auch einfach nicht mehr weiter nach vorne. Man sieht das jetzt schon, was noch da ist. Das ist alles relativ defensiv aufgebaut. Wobei man nicht so ganz klar ist. Na, das ist halt die Frage, ob man nicht hier hinten vielleicht einen hinstellen wollen würde. Schwer zu sagen. Ja, und hier drüben kann man halt einfach die Stu ganz bequem stehen lassen und da kann man davon ausgehen, dass sie das schon irgendwie auf die Ketten bekommt. Aber es ist schon krass, ne? Also die haben jetzt wirklich von Infanterie-Blob auf Panzer-Blob umgesattelt. So Combined Arms und so weiter, das ist noch nicht so tief vorgedrungen, noch nicht so ganz verinnerlicht worden, dass das ganz gut ist.
Auf der anderen Seite habe ich halt noch nicht verinnerlicht, dass Welt 3 ganz gut ist. Ach doch, mittlerweile habe ich es verinnerlicht, das ist gut. So, mal schauen, das wird jetzt hier irgendwo hingehen. Und das war, glaube ich, eine ziemliche Nullnummer. So schön die letzte war, so unschön war diese. Schade natürlich, aber das passiert auch. Eigentlich auch sehr cool, dass unser Outpost das vorhin überlebt hat. Wirklich so ganz knapp überlebt hat. Das ist schon sehr wertvoll für uns. Sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, welche Wirkung das hat. Naja, ich würde schon gerade sagen, schön, dass wir den Punkt hier haben. Weniger schön, dass dabei ein Trupp abgekratzt ist. Ja, und jetzt hier halt mal, das hatte ich schon die ganze Zeit lang mal vor, sich irgendwie vorbeischleichen und gucken, wo die Trucks sind. Ja, und ich bin fündig geworden, wie ihr seht. Gerade auch dem Panzertruck, das ist natürlich immer sehr, sehr lustig, wenn man bedenkt, dass im Moment gerade sehr panzerlastig gespielt wird. Bietet sich dann halt an, den gerade mal kaputt zu machen. Ich würde jetzt hier eigentlich noch irgendwie einen Offizier kaputt machen gehen, aber das war dann doch etwas viel gerade. Könnte sogar sein, dass die noch abkratzen auf dem Retreat, weil das halt einfach ein bisschen viele Cromwell sind. Aber die treffen zum Glück nicht so wirklich. Haben ja auch ein bisschen Probleme mit dem Gelände, muss man sagen. Man sieht das ja auch schon. Die schießen ein bisschen auf diese Wölbung von der Straße. Das macht sich da halt einfach bemerkbar. Negativ. Bemerkbar. So, ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen zurückgedrängt. Auch rechts, was natürlich gefährlich ist. Die Mitte ist im Moment neutral. Ja, ist halt auch schwer wegen den. Ich meine, gegen drei Cromwells und dann drei. Drei Cromwells und Cromwells. Cappen ist schwierig. Macht nur mittelmäßig viel Spaß. Ja, kommt mir jetzt aber ganz gut zu Rande. Also sind schon genug Rep-Bunker da. Ist halt auch sehr wichtig. Aber was ich auch sagen muss, ist hier wieder so typisches Manko von mir, dass man einfach die Situation ein bisschen falsch einschätzt und dem Gegner mehr zutraut, als er tatsächlich noch hat an Einheiten. Ich hätte jetzt halt auch angenommen, dass hier übelste Armeen noch sind und dass hier auch irgendwo noch der Blob ist. Also, dass der da ausgestorben ist, das habe ich, okay, zu dem Zeitpunkt hatte ich es, glaube ich, schon realisiert, aber ich habe relativ lange dafür gebraucht. Macht er denn jetzt? Ach, ich glaube, der zieht um. Hat er gemerkt, dass es vielleicht doch ganz gut ist, wenn man irgendwie ein bisschen Ressourcen bekommt für sein Hauptquartier. Das habe ich auch weitgehend gar nicht so wahrgenommen. Man sieht es ja, wenn das gegnerische Territorium blinkt, dass gerade kein Hauptquartier da ist. Okay. Wo ist der KT eigentlich? Ah ja, der kommt jetzt wieder vor. Das ist halt immer ein bisschen riskant. Bei dem KT muss man immer drauf aufpassen, dass er... Ja, ist halt einfach ein sehr, sehr langsamer, behäbiger Panzer. Und wenn er dann gegen drei Fireflies ran muss, dann kann es sein, dass er einfach nicht mehr schnell genug wegkommt, wenn er beschädigt ist. Nicht mehr schnell genug in Sicherheit kommt. Also vorsichtig zu handhaben. Ja, Over Repair. Direkt da, ey. Ich hasse sowas. Man sieht es jetzt auch. Mittlerweile hat er komplett auf Over Repair umgestellt. Also, ich glaube, der eine Pia-Trupp ist dann halt ein Überlebender. Jetzt mindestens mal versuchen, wieder zu cappen. Ja, aber man sieht auch definitiv, dass es einfach, es gibt bei solchen Spielen, es gibt kaum eine Abkürzung. Also man kann am Anfang direkt versuchen, das Ganze hier, dieses Elend auszumerzen, bevor das in irgendeiner Form überhaupt so weit kommt. Aber das ist halt wirklich, wirklich schwierig. Schwer zu machen. Sehr schwer zu machen. Ja. Was, wo ich auch die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, ist, ob nicht ein T4-Tag mal eine Möglichkeit wäre, weil was man halt einfach beim Tiger merkt, ist, dass es halt auch, es geht so in die Kategorie rollender Bunker schon, auch wenn er ein bisschen schneller, meine ich, unterwegs ist als der Königstiger. Das ist halt einfach langsam. Und da habe ich mir überlegt, okay, wenn der jetzt irgendwie mal T4-Tags wäre schon ganz gut, da hättest du dann Panther, wenn du das Ding hochziehst und damit könnte man natürlich schon was anfangen. Ne? Das wäre ganz nützlich. Die habe ich jetzt mal geguckt, ob hier hinten irgendwie Truck ist, aber war nicht. Hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hätte erwartet, dass da ein bisschen was
da ist. Aber die haben sich wirklich sehr kompakt aufgestellt. Nichtsdestotrotz, summa summarum, habe ich jetzt zum einen was gefunden und zum anderen, man sieht das jetzt, haben wir die Siegesmarken mittlerweile ganz gut runtergebracht. Von der Map-Kontrolle, also wirklich der Kontrolle der Karte in diesem Sinne des Wortes, sieht es auch eigentlich besser aus. Die doofe Artillerie von Lieutenant. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon einmal verpasst haben, aber später werde ich das auf jeden Fall nochmal probieren, dass ich tatsächlich mal die Tarnfähigkeit auch einsetze von den Jungs hier, sprich sich so ein bisschen neben den Cromwell stellen, enttarnen und dann gib ihm. Ist eigentlich auch sehr nützlich. Ja, es ist jetzt halt hier so eine Situation, dem KT so weit vorne relativ riskant. Weil der wird jetzt halt in kurzer Zeit auch eine Infanteriedeckung dastehen. Und dann kann es auch mal schief gehen. So, was ist jetzt los? Jetzt kommt hier die Cromwell-Herde an. So, ja, seit etwas längerer Zeit mal wieder ein Angriff von denen mit dem Ziel wahrscheinlich einfach zurückdrängen. Ah, der sprengen können. Warum habe ich das nicht gemacht? Ah, ich glaube, der hat der eh Over-Repair. Insofern gesehen ist wahrscheinlich nicht so die Krönung der Schöpfung gewesen. Aber das ist ein Firefly? Ne, das war kein Firefly. Das war wahrscheinlich ein Cromwell. Dass der den dann trifft, ist natürlich auch ärgerlich. Ja. Ja, und hier sehen wir jetzt genau das Prophezeite. Der ist jetzt beschädigt und hat keinen Infanterieschutz mehr. Und das Problem ist natürlich auch, Firefly ist dann auf Long Range mehr Schaden. Das heißt also, er ist jetzt tot. Das ist natürlich scheiße. Das heißt also, da ist tatsächlich auch viel Fingerspitzengefühl gefragt und dieses ganz stumpfe, blinde Reinfahren, Rennen, das ist überhaupt nicht die Lösung, was den Einsatz zum Königstiger angeht. Ja, hier kommt so ein neuer Truck, das ist sehr gut, freue ich mich immer. Das macht dann auch schon ein bisschen Spaß, wenn man den kaputt machen kann. Und hier. Das ist halt. Das ist. Ja, das ist auch ganz gut, dass sie sich hier ein bisschen aufgeteilt haben. Das lässt sich auch schon ganz gut auf. Ja, und die haben. Genau, jetzt habe ich mich dann doch mal dazu durchgeringt. Ja, zu dem T4-Tag. Mit dem Hintergedanken Panther bauen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Stus sich dann wirklich irgendwann auch überlebt haben. Ich glaube, ich habe jetzt noch zwei: eine für die Mitte, eine für rechts, die einfach die Siegesmarken bewachen. Und das war's dann auch schon. Ne? Viel mehr ist es einfach nicht. Jetzt hier auch nur noch die Cap. Ja. Genau, viel mehr ist es auch nicht. Viel mehr habe ich im Moment nicht mehr. Und viel mehr brauche ich auch nicht mehr, weil der Blob ja ziemlich am Ausstehen. Das ist auch immer sehr cool, solche Bugs. Sehr schön. Wenn sie irgendwo hängen bleiben, sich einfach nicht weiter zurückziehen und dann ja dementsprechend abkratzen. Freut man sich immer sehr, muss ich dazu sagen. Ist schön. So, hier, bumm, das haben wir schon mal gesehen, sehe ich auch immer wieder gerne. Perfekt, ja, so sichert man Siegesmarken. Und das funktioniert tatsächlich, man hat, das sieht man, ne? Also immer wenn man das Ding irgendwie stehen lässt, wenn man ein bisschen, ja, einfach ein bisschen ruhig ist und abwartet, das Teil so positioniert, dass der Gegner drüber fährt, dann funktioniert das. Aber wenn man auf die Idee kommt, okay, jetzt fahre ich mal los und schau mal, ob ich nicht irgendwie irgendwas töten kann, dann funktioniert das in der Regel einfach nicht. So, jetzt braucht man nur noch ein bisschen Manpower, dann können wir hier auch irgendwie mal. Fuel ist ja genug da, irgendeinen schönen Panther oder so bauen. Sieht es halt auch, dass das Studern hier zurückgedrängt wird, wenn da keine Infanterie vorstehen. Das ist halt immer da die große Gefahr. Also, es wird jetzt sehr eng, weil wir nur noch relativ wenig Tickets haben. Da wird sogar mal Propaganda von Nike genutzt. Natürlich auch recht cool. Ich glaube, der hat auch mit Doppelschrecks gespielt. Das ist halt was, was ja, ich aus den genannten Gründen eher nicht mache. Was mir halt einfach zu riskant ist.
Ja, aber wenn man das nötige Fingerspitzengefühl hat, ein bisschen Glück brauchen wir halt auch natürlich, dann geht das schon. So, eine Priest. Okay. Kann man machen, kann man auch lassen. Ich weiß gar nicht, wo er hinschießt. Ach, ich glaube, er hat Überwachungsartillerie. Ja. Ja, ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich, ne? Auch die ganze Kommandokram und so. Hier kommt jetzt der Panther. Ja, der kommt doch direkt mit Pferd 3, weil das habe ich ja schon, was ziemlich cool ist und allgemein und überhaupt. Aber sieht jetzt doch danach aus, als würden wir hier den Punkt zumindest verlieren. Damit stoppen sie hier den Abfluss an Siegesmarken, sage ich mal. Genau, und jetzt hat man wieder getarnt hier rangelaufen. Ja, da hat er wieder Minen gelegt. Immer diese doppelte. Weiß nicht, ich glaube echt, die können teilweise. Ja, hast du davon, du Affe. Die können teilweise einfach nicht nur einmal an irgendwas machen. Die müssen immer doppelt. Immer fünf Infanterietrupps, fünf Scharfschützen, fünf Panzer. Ich weiß nicht. Also, ob die irgendwie. Ob die Maus da kaputt ist. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, der hat irgendwie so einen Maushänger oder sowas. Das ist. So, stört eigentlich. Ja. So, jetzt müsste ich eigentlich gucken, dass ich das Ding hier kaputt mache, weil dann mehr Raum für Panther. Jetzt stellen wir uns hier ganz gemütlich auf und ich schieße auf den Cromwell. Ja, eine komplette Salve und da habe ich gerade mal so die Overrepair mit weggemacht. Die scheiß Artillerie und da sind wir auch sofort festgenagelt. Das ist ja die nächste Pest, kann sich einfach weiterschießen. Was ein Dreck. War das eigentlich auch? Nee, war nicht. Naja, aber immerhin ein. Wenn man das die ganze Zeit lang durchzieht, ist halt die Frage, also ob man das dann irgendwie jemals schaffen könnte, dass man so viele zerstört, dass das nicht mehr nachgebaut bekommt. Ist halt die Frage. Denkbar wär's. Genau. Sollte ich aber auch mal ein bisschen gegensparen. Das heißt, wenn es geht, mit dem Panther nicht direkt reinfahren, sondern ein bisschen abwarten und dann halt auch hier diese 17 Pfünder wegräumen, dann kann man da, denke ich, ganz gut mit arbeiten mit. Weil mit den Cromwells wären die fertig. Die können auch mit den Fireflies ganz gut, wenn sie einfach sozusagen dieses Feuer unterlaufen, auf kurze Distanz rangehen, dann funktioniert das auch. Aber muss man halt erstmal hinkommen. Das ist der Kausus Knackus, wenn man so schön sagt. Jo, mach putt. Ah. So was. Habe ich schon wieder den Abfluss an Siegesmarken gestoppt. Ja, also es ist ein Hängen und Stechen und Würgen und das geht einfach auf vielen so. Ich hatte vor kurzem auch ein ähnliches Spiel. Ich glaube, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube sogar, das haben sie direkt danach gespielt gegen Anthrax, also All-Stars Anthrax und irgendeinen anderen All-Stars-Member. Und das war im Grunde einfach sehr ähnlich. Also die haben das gewonnen, aber die sind am Anfang auch zurückgedrängt worden und haben dann schon mit den Siegesmarken kämpfen müssen. Also, ah, einfach ein bisschen schwierig. Ah, schieben wir mal den Tiger nach vorne. Aber ich weiß gar nicht, wo die V jetzt hingeht. Ich glaube hier. Sehen wir was? Hierhin, ja. Da haben wir zumindest zwei Panzer erwischt. Und ich denke auch den Kommandopanzer, was natürlich immer sehr wertvoll ist. Boah, wie beschädigt der eigentlich schon übelst auf die Fresse bekommen. So, jetzt kommen wir mit der Infanterie hier seitlich ein bisschen rein. Versucht die Stellung wegzuräumen und möchte dann natürlich mit meinen Panzerchen hier reinfahren. Der eine ist schon mal weg. Und die andere ist das nächste Ziel. Ja, Bofors. Weiß ich nicht. Fand ich eigentlich nie jetzt so King of the Castle, muss ich sagen. Ja, hier wird natürlich reichlich repariert. Da macht sich dann bezahlt, wenn man diese ganzen lustigen Repair-Bunker am Start hat. Hey, wieso mache ich den jetzt nicht kaputt? Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Also der Schuss ist noch drin. Dankeschön. Meine schöne Stu hier wird immer beschossen. Das finde ich nicht gut. So, jetzt hier wieder sowas. Problem ist halt, er kommt jetzt von oben. Und da haben wir vorhin schon gesehen, dass das nicht so gut klappt mit dem Goliath. Siehst du, muss er sich jetzt wieder drehen. Bekommt dabei Mordsschaden rein. Und
tarnt sich jetzt aus irgendwelchen Gründen wieder. Wahrscheinlich, weil er Motorschaden hat, aber dann einfach so langsam ist. Und dann kommt die Propaganda. Propaganda. Ja, wow, gezockt. Das war echt gezockt hier. Okay, und verzockt. Aber total verzockt. Total. Sehr schön. Gut. Aber es wird jetzt wirklich nochmal eng, nochmal enger als es ohnehin schon ist, weil wir halt einfach nur noch zwei, Entschuldigung, sechs Siegesmarken auf dem Konto haben. Also wird sehr, sehr eng einfach. Und deshalb gehen jetzt auch meine Pioniere erobern, die ansonsten bisher ja eher ein bisschen damit beschäftigt waren, hier irgendwelche Punkte, Panzer zu reparieren, nicht Punkte. Aber man sieht, das ist eine sehr unbefriedigende Lösung. Ja, den kriegt man jetzt aber hier, ne? Ja, boah. Sehr, sehr schön. Oh, hier sind dermaßen viele Pioniere einfach unterwegs, dass das mit dem Repair ganz gut klappt. Da dürfte eigentlich auch nicht mehr mithalten können mittlerweile. So, dass man jetzt hier gleich nochmal reinfahren kann und dann dürfte man das, was noch da ist, eigentlich ganz gut wegwischen können. Ja, 17 Pfünder ist keine neue da, wollte ich erstmal gucken. Ist aber nicht der Fall. Siegesmarken haben wir mittlerweile auch entweder wirklich unter Kontrolle oder er kommt halt einfach nicht ran. Und jetzt kommen halt die Panther rein, da können die ihre Stärke ausspielen, einfach die Geschwindigkeit sehr nah an den Firefly ran. Da macht er dann auch nicht mehr so den großen Schaden. Und dann kriegt man das auch ganz gut kaputt. Jetzt haben wir eine schöne Stu kaputt gegangen, aber was willst du machen? So, ja, und hier kommen wir jetzt eigentlich wirklich durch. Dann sehr extrem viel kaputt gegangen. Da ist eigentlich hier nur noch der hier da und die Priest. Jetzt wird er repariert. Was ein Rotz. Naja, egal. Aber jetzt ist halt noch ein Panzer kaputt, genau der letzte. Und jetzt geht es halt einfach der Priest noch an den Kragen. Und dann ist so ziemlich alles, was sie am Panzern irgendwie hatten, tot. Hier. Ach, da ist noch eine Priest. Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Aber das Ding ist weg und das ist der springende Punkt. Ich habe jetzt mit dem Angriff, glaube ich, vier gegnerische Panzer ausgeschaltet. Und das ist schon eine Ansage. Und ich kann mir auch noch einen Panther bauen, was ich natürlich auch gerade mache. Womit sie dann, glaube ich, rausgegangen sind. Ja, aber das hätten sie auch so und so jetzt in der Situation nicht mehr gepackt. Ja, was für ein Spiel. Und das regt einen dann halt schon ein bisschen auf. Also zum einen steht man da unter sehr großem Druck und der Druck entsteht eigentlich nicht zuletzt dadurch, dass es der Gegner hier einfach durch die Art und Weise, wie sie die Briten spielen, es ist ja niemand gezwungen, so zu spielen, bis auf die Tatsache, dass man als Brite halt einfach nicht so viele Alternativen hat. Ja, und dadurch ist man einfach dazu gezwungen, selber sehr, sehr viel Micromanagement, sehr, sehr viel Micromanagement einfach zu investieren, um dagegen zu halten, um ihn zurückzuhalten, während er halt im Wesentlichen einfach nur reinrennt. Das Einzige, wo er sich ein bisschen anstrengen muss, ist, dass er seinen Bug-Abuse richtig hinbekommt, damit er die ganze Zeit lang sprinten kann. Ansonsten, ja, es ist halt einfach eine Sache, wo die sich sehr einfach machen können, wo wir viel dagegen halten müssen, was einfach extrem nervig ist. Ja, summa summarum, in letzter Konsequenz haben wir das dann gewonnen. Wie gesagt, wir haben davor das Spiel, glaube ich, gegen die verloren. Aber da einfach von diesem Blob, weil man das einfach nicht gewohnt ist, auch dann erstmal ziemlich überrollt worden ist. Muss ich auch sagen, dass ich das ein bisschen unterschätzt habe. Wir hatten da, glaube ich, relativ getrennt voneinander gespielt. Aber ja, es geht dann. Und ich kann euch auch noch ein paar andere Replays zeigen, wo wir dann auch gegen den Kollegen spielen. Mit anderen Fraktionen noch und wo man dann einfach sieht, okay, die können es einfach nicht, muss man einfach so sagen. Ich habe halt am Anfang gedacht, die sind wirklich, also sind nicht so schlechte Spieler. Und die nutzen halt einfach ja, die Stärken, sage ich mal, aus. Aber im Endeffekt ist es halt wirklich so, dass sie einfach nur mit den Briten Erfolge feiern können. Alles andere haut einfach nicht hin. Können sie einfach nicht. Kriegen sie nicht auf die Reihe, weil sie überall denselben Scheiß spielen. Nur bei den Briten funktioniert es halt. Das ist der springende Punkt. Und wenn man sowas dann sieht, dann sagt man sich, das ist halt einfach nur armselig. Muss man halt einfach mal so sagen. Gut. Das war's bis hierhin. Ich schaue mal, ob ich noch das ein oder andere Replay zeige, wo man dann sieht, wie der Kollege Captain Abuse mit anderen Fraktionen spielt.
Ansonsten kann ich den Livestream wirklich, wie gesagt, sehr empfehlen. Also tut mir schon fast ein bisschen leid, weil das immer sehr viele Leute da sind und die verarschen ihn alle nur, weil er halt einfach überhaupt nicht spielen kann, weil er immer das Gleiche macht, jedes Mal, null Variation. Und ja, also es ist immer sehr lustig für uns. ja, kann man mal reinschauen. In diesem Sinne, ciao, ciao.